Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um diese Verzeichnisstruktur. Wenn du Linux-Einsteiger bist oder bist schon mit Linux vertraut und hast dich gefragt, was es mit dieser Verzeichnisstruktur auf sich hat, das ist das Thema heute. Darum soll es in diesem Video gehen. Mein Name ist Christian und ich würde sagen, los geht's. Ich nutze jetzt Kali als virtuelle Maschine. Von daher gehe ich jetzt mal auf die Kali Homepage, klicke auf Download und möchte eine virtuelle Maschine direkt downloaden, weil ich möchte jetzt das Linux nicht selbst installieren. Klicke dann auf das VirtualBox Image. Wir ändern zwei Parameter. Zum einen erstmal den Namen der virtuellen Instanz hier auf ein etwas lesbareres Format und zum anderen den Network Mode von Network Address Translation auf Network Bridge. Somit ist die virtuelle Maschine dann quasi als eigenständiges Gerät im Netzwerk dann auch sichtbar. Dann starten wir das an und das dauert jetzt ein bisschen. Username Passwort ist hier im Beschreibungsfeld dann auch hinterlegt. Kali Kali, das probieren wir ja nochmal. Und dann sollten wir die virtuelle Maschine anstarten können. Und bis dahin, das dauert jetzt ein Weilchen. Kaffeepäuschen. Dann können wir die virtuelle Maschine in den Fullscreen-Mode schalten. Das geht über Anzeige und Vollbildschirm. So, und jetzt bekommen wir noch eine Information, wenn wir wieder zurückschalten möchten, raus aus dem Vollbildmodus, Fullscreen-Mode, hin zu diesem Modus, den wir hier sehen, dann müssen wir die Host-Taste und F gedrückt halten. Also die Host-Taste ist die Steuerungstaste, und zwar auf der rechten Seite, nicht die linke Steuerungstaste, sondern rechte. Und dann probieren wir das mal, und dann sollte das funktionieren. Das, was du hier vor dir siehst, ist der Window-Manager, das grafische UI, also das User-Interface. Kali Linux verwendet hier den XFCE Window Manager, weil er ressourcenschonend, leichtgewichtig, sehr schmal und doch optisch ansprechend ist. Der läuft auch auf schmalbrüstiger und älterer Hardware und lässt sich dann ganz gut bedienen. XFCE bietet uns hier ein Icon an, Filesystem. Wenn man hier doppelt draufklickt, dann geht quasi das Pendant zum Windows Explorer auf. Man sieht hier auf der linken Seite Navigationsmenü mit entsprechenden Favoriten und hier unter Devices ein Filesystem. Das ist hier dann gleichzusetzen wie Laufwerk C und Laufwerk D und so weiter unter Windows. Und man sieht hier, wir sind hier in dem Dateisystem im Root, im Wurzelverzeichnis und es gibt entsprechende Ordner, eine Ordnerstruktur, die sich hier im Root befindet und genau das gehen wir gleich durch. Was Linux allerdings ausmacht, also nicht nur, dass es eine schicke UI bietet, sondern es bietet auch einen sehr mächtigen Umfang im Kommandozeilenumfeld. Und das ist es auch, was Linux ausmacht. Man kann sehr viel automatisieren im Linux-Umfeld und da ist es einfach notwendig, dass man sich auf der Shell gut auskennt und dann ist es egal, ob man eine Desktop-Variante oder auch einen Server vor sich hat, kennst du einen, kennst du alle. Hier oben im oberen Feld, da gibt es einen Terminal-Emulator, kleiner Exkurs. In grauer Vorzeit gab es sogenannte Terminals, also richtige Hardware-Terminals, um sich dann an ein Linux-System zu verbinden. Das war wirklich dann mit Monitor und mit Tastatur und physischem Kabel. Mittlerweile wird dieses Terminal emuliert, virtuell emuliert. Und beim Klick auf das Terminal geht dieses auf und lädt intern eine Shell. Wir haben hier eine Z-Shell. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir als Benutzer Kali auf dem System auf der virtuellen Maschine Kali angemeldet sind und hier eine Shell geöffnet haben. Der Name Kali von der virtuellen Maschine, der wurde vorkonfiguriert, weil wir ja das VirtualBox Image dann installiert haben. Das war vorkonfiguriert und wir sind im Home Directory aktuell vom Benutzer Kali. Das heißt, wir sind aktuell in diesem Verzeichnis.
Wenn wir hier ein Dateisystem-Listing durchführen, dann sehen wir, dass wir exakt die gleichen Ordner hier sehen in der Shell wie auf dem quasi Explorer. Wenn wir jetzt ins Root-File-System wechseln, in der Kommandozeile, dann sehen wir auch dieselbe Ordnerstruktur wie jetzt hier in diesem in dem grafischen Tool. Und das funktioniert so, dass wir das Change Directory-Kommando eingeben und gefolgt von einem Slash. Das heißt, jetzt sind wir im Root-File-System und wenn wir jetzt wieder ein Dateisystem-Listing durchführen, dann sehen wir exakt die gleiche Darstellung wie auf der rechten Seite. Eine etwas umfangreichere Darstellung bekommen wir, indem wir ein Extended Listing durchführen, indem wir einfach dann dem ls-Kommando den Schalter -L für ein Longlist mitgeben. Und das ist in meinen Augen dann auch dann das etwas sprechendere Format und das mag ich eigentlich am allerliebsten, weil ich einfach mehr Informationen zu den entsprechenden Dateien hier im Dateisystem bekomme. Wie liest man das Ganze? Auf der linken Seite befindet sich eine Permission Matrix, also eine Berechtigungsmatrix. Der erste Buchstabe in dieser Berechtigungsmatrix gibt den Dateityp an, den ich hier vor mir habe, weil in Linux ist alles eine Datei, im Gegensatz zu Windows, da habe ich eine Registrierdatenbank und so weiter. Ein Minus bedeutet, ich habe eine reguläre Datei vor mir. Ein L bedeutet, ich habe hier einen symbolischen Link. Das D bedeutet Directory. Da gibt es noch viel mehr, aber fokussieren wir uns erstmal hier drauf. Ich denke, das reicht für den Anfang. Ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten hier eingehen. Ich möchte jetzt hier einen Überblick über die Verzeichnisstruktur geben und deren Bedeutung, um wirklich einen Überblick zu bekommen für die darauf folgenden Tätigkeiten, damit wir wirklich dann hier das Basiswissen dann bekommen, um uns dann im Linux-System besser zurechtzufinden. So, starten wir mit dem BIN-Verzeichnis. Das BIN-Verzeichnis enthält ausführbare Dateien für den ganz normalen Benutzer und es muss beim Betriebssystem-Start zur Verfügung stehen, ansonsten startet das System gar nicht. Außerdem darf das BIN-Verzeichnis keine Unterverzeichnisse enthalten. Das SBIN-Verzeichnis dagegen, springen wir mal hier runter, das beinhaltet systemnahe Dateien, also kritische Dateien, die ich als Superuser, also als Root-User, das heißt als der Administrator, ausführen kann. Das muss auch bei Systemstart dann zur Verfügung stehen und damit kann ich dann entsprechende tiefe Eingriffe in mein Linux-System durchführen, wie zum Beispiel Festplatten einbinden oder neue Geräte dann eben installieren oder Software-Updates durchführen etc. etc. All diese Dateien, all diese ausführbaren Dateien, die höhere Privilegien brauchen, sind im SBIN-Ordner enthalten. Wobei, da muss man auch so ein bisschen hier vorsichtig sein, nicht alles, was hier drin ist im SBIN-Verzeichnis, kann nur als Superuser ausgeführt werden. Es gibt Programme, die kann man als ganz normaler Benutzer ausführen. Wenn ich zum Beispiel einfach Informationen über meine Netzwerkinterfaces haben möchte, dann kann ich diese Informationen mir auslesen lassen. Wenn ich allerdings dann Änderungen vornehmen möchte, dann schreit das Executable schon hier nach höheren Privilegien. Also ich muss dann zum Root-User werden. Das Boot-Verzeichnis ist auch essentiell notwendig zum Starten vom System. Ansonsten startet mir das ganze Linux-System nicht. Das beinhaltet dann wirklich dann die ganze Boot-Prozedur, die notwendig ist, damit das Linux-System überhaupt anstartet. Und das beinhaltet auch den Kernel, also den Betriebssystemkern, der mir im Endeffekt die ganzen Geräte dann erkennt, der die Treiber nachlädt und so weiter, um dann letztendlich hier anzustarten, damit ich so eine schöne grafische Oberfläche zum Schluss dann eben auch sehen kann. Ohne das geht es nicht. Dann kommen wir zum Dev-Verzeichnis. Das steht für Devices, also Geräte. Meine Grafikkarte, Keyboard, meine Maus, Festplatte, alles, was hier als Hardware dann im System verbaut ist, das wird hier als Datei interpretiert. Das Verzeichnis etc,
steht für etc. oder Executable Text Configuration, sprich änderbare Textkonfiguration. Das sind die ganzen Konfigurationsinformationen, die das System zu dem machen, was es ist. Das heißt, hier kann ich dann die ganzen Konfigurationen für einen Webserver, für eine Datenbank und fürs Gesamtsetup dann auch dann definieren, modifizieren und auch gewisse Systemkomponenten dann auch konfigurieren, sprich mein Netzwerksetup dann auch einrichten, den DNS-Server auch einrichten, etc. etc. Alles, was man konfigurieren kann, wird in der Regel in dem Ordner etc durchgeführt. Das ist eben auch ein Ordner, der auch zwingend bei Systemstart zur Verfügung stehen muss. Das Home Directory, also das Heimatverzeichnis, beinhaltet pro Benutzer, der hier angelegt ist im Linux-System, ein Unterverzeichnis mit dem Namen des entsprechenden Benutzers. Und sobald sich ein Benutzer am System anmeldet, ist genau das das Verzeichnis, das ein Home Directory ist, sprich das, was wir jetzt hier vorher gesehen haben. Hier, wenn ich zurückspringe in Kali, da dieser Ordner Kali ist mein Home Directory, in dem dann die einzelnen Verzeichnisse hier drin bereits vorhanden sind. Das Verzeichnis lib ist wieder ein Link auf userlib und die entsprechenden lib-Ordner für die 32-Bit-Architektur und die 64-Bit-Architektur und so weiter. Das sind eben auch entsprechende Links und beinhalten entsprechende Shared Libraries. Also ist wie beim Windows-System sind es denn die DLLs, die Dynamic Link Libraries. So benötigen dann die Applikationen, die dann installiert sind auf dem Linux-System, auch entsprechende Libraries. Und die sind hier beheimatet. Das Verzeichnis Lost and Found ist ein spezielles Verzeichnis, das vom File-System-Check angelegt wird, wenn die Festplatte untersucht wird und es wurden Fehler gefunden und noch übrige Dateifragmente, die nicht zugeordnet werden konnten, dann werden die hier in dem Lost and Found Ordner gespeichert und die kann man dann entsprechend weiter verarbeiten. Also wenn die Festplattendefekt hier vorliegt, dann kann man auch nochmal forensische Analysen durchführen. Kommen wir zum Mediaverzeichnis. Wenn ich ein USB-Gerät an das System anstecke, dann erkennt das Linux-System das Gerät und bindet dieses an und macht es entsprechend verfügbar als Unterordner in dem Mediaverzeichnis. Das ist nicht so wie beim Windows-System, dass dann ein neuer Laufwerksbuchstabe hier im Windows Explorer erscheint, sondern hier ist es so, dass im Mediaverzeichnis ein neuer Ordner automatisch generiert wird und das System dann eben verfügbar ist. Das heißt, es wird automatisch gemountet. Das MNT-Verzeichnis hat eine ähnliche Funktion, allerdings ist es nicht so, dass eine Auto-Mount-Funktion mit dem Verzeichnis verknüpft ist. Das Mount-Verzeichnis wird in der Regel dann auch von Sysadmins dann auch genutzt oder wenn man hier selbst unterschiedliche Datenpartitionen oder Datenlaufwerke hier im System verfügbar hat und oder Netzwerk-Shares auch hier mounten möchte, dann ist das einer der Orte, der dafür vorgesehen ist, damit man das dann tun kann. Das Opt-Verzeichnis dient dazu, wenn ich jetzt ein Programm installiere, das in sich geschlossen ist und auch seine eigenen Libraries mitbringt und nicht zur Distribution gehört, dann kann ich diese Software hier unter dem Opt-Verzeichnis installieren. Häufig wird es auch genutzt, wenn ich keine lizenzfreie Software habe und ich benötige einen speziellen Speicherbereich für eine proprietäre Software, die ich installieren möchte, dann ist das die Qual der Wahl. Das PROC-Verzeichnis ist genauso wie das SYS-Verzeichnis, sind keine Ja, in dem Sinne keine richtigen Verzeichnisse, sondern die werden vom Linux-System selbst angelegt und stellen entsprechende Kernel-Funktionen zur Verfügung, damit ich die dann nutzen kann und damit ich von der Shell aus oder von Programm aus hier auf diese Informationen zugreifen kann. Der Root-Benutzer hat sein eigenes Home Directory, das ist hier verortet unter Root.
hat folgenden Grund. Prinzipiell kann ich ein Linux-System dann eben so feingranular aufsplitten, dass sich dahinter, hinter jedem Verzeichnis, das ich hier habe, hier, dass sich hier eine eigene Festplatte zum Beispiel, ein eigener Storage dann auch befindet. Das heißt, ich kann hier 10 verschiedene Platten haben und jedes Verzeichnis auf einer anderen Festplatte speichern lassen. Das wäre möglich. Und wenn ich hier das Home Directory zum Beispiel, wenn ich den Root-User auch mit bei den normalen Standard-Usern im Home Directory verortet hätte und habe das Home Directory auf einer anderen Festplatte verortet und habe ein Problem und ich muss in den Rettungsmodus zum Beispiel booten, dann würde mir das Home Directory vom Root-User nicht zur Verfügung stehen. Per Default, darum ist es in der Regel so, dass ich das Root Directory niemals auf eine extra Partition, auf eine andere Festplatte auslagere. In der Regel mache ich das nicht. Und dann kann ich hier, wenn ich hier Rettungssoftware dann eben noch installiert habe oder keine Ahnung was, dann kann ich hier auf diese Information, auf diese Skripten, whatever noch zugreifen und bin entsprechend handlungsfähig. Das Run-Verzeichnis, das ist ein ziemlich junges Verzeichnis, da wurden Verzeichnisse, die unter var verortet sind, entsprechend zusammengezogen und hierüber verfügbar gemacht. Letztendlich sind in diesem RAN-Verzeichnis Dateien verortet. Wenn Applikationen starten, wenn Services starten, dann können die dieses Verzeichnis für Runtime-Informationen nutzen. Das heißt, ich kann hier spezifische Logs draufschalten, dass ich, also Stichwort Mutual Execution, und kann die Applikation entsprechend laufen lassen. SBIN habe ich schon gesagt, das SRV-Verzeichnis ist ein sehr junges Verzeichnis, das dann definiert wurde, um Services eine Heimat zu geben. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel einen FTP-Server am Laufen habe, dann kann ich hier meine ganzen Shares zum Beispiel auch dann verorten. Wenn ich einen Webserver habe, dann kann hier dann auch der komplette Content liegen. Wenn ich eine Datenbank dann auch habe, oder wie zum Beispiel, oder eine NoSQL DB, whatever, dann kann ich hier diese Daten speichern. Dann sind die auf alle Fälle hier an einer definierten Stelle, die dafür vorgesehen ist. Man kann sie nutzen, muss es natürlich nicht. Man ist komplett frei. Wenn ich in der Organisation oder hier bei mir komplett zu Hause komplett andere Struktur habe und hier mir eigene Verzeichnisse dann auch erzeuge, whatever, feel free. Aber das wäre ein vorgegebener Platz, wo man standardisiert die Daten hier beheimaten kann. Beim Sys-Verzeichnis war ich bereits. Das Temp-Verzeichnis ist eigentlich kein richtiges Verzeichnis, weil das ist letztendlich dann ein Teil vom Arbeitsspeicher. Und da kann ich jetzt Daten dann temporär speichern. Das wird auch von entsprechenden Services wie im Webserver zum Beispiel auch genutzt oder eben auch hier diesem Window Manager, der jetzt hier läuft. Da werden Session-Informationen aktuell hier im Temp Directory dann auch gehalten. Warum? Weil es sehr schnell ist, wenn ich dann auf der Festplatte Daten speichere, ist ein bisschen langsamer als im Arbeitsspeicher. Genau. Und das ist komplett schreib- und lesbar für jeden. Und da kann jeder, der auf dem System unterwegs ist, kann Daten hier temporär ablegen. Wenn die Maschine restartet wird, dann sind die Daten weg. Das muss einem klar sein. Temporär, nur für flüchtige Daten. Das User-Verzeichnis war ursprünglich das User-Verzeichnis, das Benutzerverzeichnis. Da lag alles drin, da lagen die ganzen Executables drin, also die ganzen ausführbaren Dateien von Benutzer für Benutzer. Da lagen auch ganz früher die Home Directories drin, die wurden dann später irgendwann mal ausgelagert und bekamen eine eigene Heimat unter Home. Und in diesem Ordner liegen dann die ganzen ausführbaren Dateien, es liegen die Shared Libraries mit drin, es liegen auch dann statische Informationen mit drin und es liegen auch noch Hilfeseiten bei. Das heißt, für jedes der Kommandos, die hier ausgeführt werden, da gibt es entsprechende Hilfeseiten und da kann man sich die dann auch anschauen. Dann kommen wir zum var-Verzeichnis. Var steht für variable Daten und hier werden, wie der Name schon sagt, variable Daten, Daten, die sich ändern, gespeichert. Sprich, es werden Logdateien abgelegt.
Auch eine MySQL-Datenbank legt hier die komplette Datenbank unter VAR ab. Druckaufträge werden hier abgespeichert. Wenn ein Mail-Server installiert ist, dann werden die Mail-Postfächer da drin abgelegt. Dann wären wir durch. Boah, harte Kost. Okay. War vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich denke, das ist mal ganz interessant zu sehen. Auch ein paar Background-Informationen, weil ich denke, nicht alle Informationen sind einfach mal so auf die Schnelle erhältlich und ersichtlich dann, welches Verzeichnis was enthält, wie der Überblick dann eben auch ausschaut. Ich denke mal, das sind einfach mal so die Basics. Das macht wirklich das Linux-System jetzt erstmal aus. Und bevor es jetzt an Skripten geht, glaube ich, sind wir jetzt gut gerüstet und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder, indem wir dann auch unsere ersten Skripts dann auch schreiben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, gerne auch Kommentar in die Beschreibung rein und ansonsten würde ich sagen, Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.